Hey Leute und willkommen zurück in Pokémon Conquest. Wir haben das letzte Mal einfach schon mal den nächsten Monat gestartet, unverschämt, habe nicht mal den Part beendet. Und jetzt, ja, haben wir drei neue Königreiche hier direkt mal, die jetzt uns auch angreifen werden anscheinend. Das heißt, wir müssen hier in Greenleaf und in Fontaine auf jeden Fall Soldaten stationiert haben. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal damit, dass wir hier in Fontaine versuchen, neue Krieger zu rekrutieren. Es gibt sogar drei Stück hier im Carport, oder den müssten wir einfach bekommen. Und ja, hier ist noch ein Shop und alles so anderes Zeug. Das heißt, auf geht's. Wir nehmen unsere volle Armee hier mit. Gleichzeitig ist es natürlich schönes Training für unsere Neuzugänge hier. Schade, dass die ja nur Käfer, dass die vom Typ nur Käfer sind. Und hey, Moment mal. Das Gebiet hier schaut genauso aus wie das allererste. Nein, das zweite. Aus dem ersten Königreich aber. Okay, die mit 5 Pokémon diesmal schaut schon etwas voller aus. Wir haben 4 Runden, wie gesagt. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall echt dran halten, okay. Die beiden da oben und dann das Carbat, was sind auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall Gegner, mit denen wir es aufnehmen. Warte mal. Also, ich dachte schon gerade, er kann auf Wasser laufen, okay. Gut, ich würde sagen, wir nehmen das Wegimek auf jeden Fall da oben, weil das sind einfach mehr Pokémon. Und. Warte, ist Carpador, ist das Fahren oder Nahkampf? Nahkampf, okay, gut. Dann würde ich sagen. Ah, das ist jetzt schwer, okay. Kann Pummeluff das alleine erledigen? Ich hoffe mal. Ich bin mir echt nicht sicher. Na, ich poke einfach mal. Ich poke einfach mal drauf. Das wäre auf jeden Fall echt gut. Und dann hier unsere kleinen Käferchen. Die zwar nicht viel können, aber sie sind halt mit dabei, weil sie ihr Bestes geben wollen, ja. Und warte. Die können wir dann später ins Bergwerk schicken oder so. Okay, das ist echt assi. Aber komm, die sind halt einfach nicht so stark. Und wenn wir jetzt dann noch 3 Leute mehr bekommen. Gut. Okay, Plinfer, zeig mal, was du kannst. Oh, und er kann gleich direkt 2 angreifen. Yep. Aber er macht zusammen nur 5 Schaden, okay. Gut. Swiftly and accurately. Was? Ach komm, Carbador. Willst dich verarschen? Wir wollen dich doch rekrutieren. Was machst du denn? Und daneben. Okay, unsere Gegner sind etwas verplant, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen. Ja, eigentlich hätte ich gerne das Wegimak mal vorne, aber jetzt haben wir hier doch zu viele Leute dabei. Wir machen nur 16 Damage. Okay, das könnte dann anscheinend doch etwas dauern hier. 15. Na, wie viel machst du? Können wir auch da hoch angreifen? Ja. Der macht mehr Schaden nach oben. Hier aber 9, egal. Alle, konzentrieren wir uns erstmal auf Plinfer. 9. Okay, dann haben wir das schon mal sicher rekrutiert, hoffe ich. 5 Schaden nur, bist du mich verarscht? Okay, also die Käfer-Pokémon hier können wirklich nicht viel. Gut, du wartest hier. Und ja, wir werden wieder unser eigenes Team angreifen, ich weiß. Aber besser als dass wir hier nie fertig werden. Okay, Krankenhieb jetzt. Ach, und er erhöht seine Defense noch schnell. Ach komm, mit einem noch, mit einem HP. Und das Pummeluff hier, na gut. 111 KP, Alter, das geht echt ab. Okay, der Gegner ist dran. Ja, es ändert sich nicht viel an der ganzen Strategie hier. Ich würde sagen, wir weichen dann eh aus jetzt dann. Mit unseren Käfern stellen die mal auf die Seite. Und. Willst du mich verarschen? Das wird sich jetzt immer nur verstecken. Okay, das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich mit Wasser pumpen. Und. Oh, come, seriously? Das ist ja mal lame hier. Und der haut auch ab. Also, der hat ja gut, das ist ein Wasser-Pokémon. Das ist ein wildes Pokémon, das ist ja wurscht. Okay. Das geht mir gerade doch ein bisschen auf die Nerven hier, muss ich sagen. Ich würde wenigstens gerne hier 1, 2 mitnehmen. Warte mal, also. Wir. Na ja, gut, das wird nicht wirklich hinhauen hier. Versuchen wir einfach, wenigstens das eine noch mitzunehmen. Okay, wir sollten uns aber anders platzieren irgendwie. Egal. Egal, wie Evoli hält genug aus. Und dass sie jetzt einfach alle abhauen, wie gemein ist das denn? Okay, ich hätte sie einfach schon mehr herkommen lassen sollen.
und nicht sofort mich hochstellen dürfen. Naja, man lernt dazu. Hier 9 Damage drauf. Hoffentlich kann Evoli ihn erledigen, dass wir... Na, 17. Und Mili! Jawohl! Und er... Okay, er hört nur seine Attacke. Jawohl, dann kann Evoli ihm den Rest geben. Okay, komm schon. 16 Schaden. Du schaffst das! 14. Okay, gerade so. Aber auch wirklich gerade so. Gut, den haben wir schon mal rekrutiert. Und da feiern wir doch gleich. Indem wir hier hochgehen und dem unserem Freund hier jetzt einen Ruck zu geben mit 700 Damage aufpassen. Jawohl. Okay, den haben wir noch. Den haben wir jetzt anscheinend, denke ich mal, auch erfolgreich rekrutiert noch. Die sind alle schon gelaufen. Aber der hier noch nicht. Okay, das wird nicht. Na, 11 Schaden. Ein bisschen immerhin. Okay, das kann unser anderer Käfer zu Ende bringen. Und Pummeluff, ich würde wahrscheinlich nicht mal annähernd zu dem Carpador hinkommen. Ach komm, wie gemein ist das denn? Aber ich will das Carpador haben, ey. Was? Ja, es hat Splash. Ist das jetzt wirklich so, dass... Kann der wirklich nichts anderes, als jetzt nur Platsch einsetzen? Wenn ja, dann will ich das haben, ey. Wie geil. Okay, komm, schneller. Ah, wir haben aber nur noch eine Runde. Schade. 10 und... Ja, das ist unsere letzte Runde. Verdammt, okay. Gut, wäre auch zu schön gewesen. Und wir lassen mal das hier. Den letzten Schlag ausüben. Kabumm. Mit Evoli wäre es so praktisch, aber ich denke mal, das kriegt dann mehr Erfahrung. You're truly magnificent. I had no idea any as strong as you existed. Okay, was war denn das für einer? Und ja, anders kommen wir hier nicht hin. Pummeluff kann ja ein bisschen was verpassen. 7 Schläge. Okay, komm. Hau hin, komm. Warum immer, wenn es drauf ankommt? Und warum kommt es hier eigentlich immer drauf an? Bei diesem Rekrutierungszeug. Na gut, dann Wiggymark, hau ihm einfach zu Brei. Das ist auf jeden Fall echt cool, dass die Attacke so viel Pokémon gleichzeitig treffen kann. Extrem praktisch. Okay, bei dem Plinth ist es ja wurscht, wann wir es erledigen. Ah, deswegen... Oh, wir machen sogar noch Mulli. Die Fähigkeit ist echt cool. Ja, und er wird seine Attacke wieder. Kennen wir alles schon. Okay, und Evoli beschäftigt sich einfach mal damit, Päckchen einzusammeln. Gut, du setzt wieder mal Splash ein. Und er haut ab. Ah, halt ihn das sogar? Nee. Okay, das ist echt schade. Ich will das Carpador haben. Vielleicht cutten wir das dann noch oder so. Oh, und Wiegenlied. Okay, ich würde gerne wissen, was man machen muss, damit Wiegenlied aktiviert wird. So, Evoli, nimm das wieder. Das hilft uns ja auch extrem viel, wenn der hier Wiegenlied einsetzt, während der Gegner auf dem Wasser ist. Oh, fuck. Wir müssen das Carpador ja noch besiegen. Während es auf dem Wasser ist. Stimmt, das ist jetzt nicht zu Ende. Oh, fuck. Ich habe einfach schon meine Pokémon warten lassen. Aber stimmt. Wir müssen das Ganze jetzt noch irgendwie rauslocken oder so. Okay. Warum hast du ihn eingeschläfert, Pummeluff? Wir haben keine Fernkampfattacken. Eventuell können wir mit Wegimak. Ja, das. Was machst du denn? Eventuell können wir mit Wegimak. Wir gehen einfach mal alle auf die Seite hier. Dadurch, dass wir 3 Felder mit Rankenhieb angreifen können. Nächste Runde dann halt. Wenn wir uns an das. Direkt neben das Geschenk stellen, dann könnte das Ganze klappen. Okay, du wartest einfach. Ich kann auch einfach End of Turn drücken, aber egal. Lalalala. Okay, ich drücke End of Turn. So. Wenn das jetzt gleich aufwacht, dann. Gut, es schläft noch. Ja, du brauchst nicht sagen, dass es noch schläft. Ich sehe es schon. Okay. Komm schon, du musst es one-hitten. Nein, warte. Erstmal. Warrior-Fähigkeit, Mighty Blow. Dann könnten wir es vielleicht wirklich one-hitten. Das hat letztes Mal ja so übel viel Damage gemacht. Und jetzt Angriff. Okay, volle Kanne. 93. Ach du Scheiße, ey. Bounce. Yup. Das hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher machen sollen. I cannot even hope to live up to your excellence. I surrender. Okay, wisst ihr was?
Ich cutte das, aber ich mache das nochmal. Und jawohl. Das... Okay, es gibt nicht so viel. Aber für unsere Neuzugänge ist es fast 4%, ordentlich. Okay, haben die jetzt seit fast 100, schade. Okay, wieder mal einer, der es noch nicht geschafft hat. Wir können alle drei rekrutieren, echt? Das war... Okay, geil. Ach, wahrscheinlich, weil wir ihn mit einem Angriff erledigt haben. Geil, alle her damit. Okay, die waren alle direkt auf unsere ins Feuerkönigreich geschickt. You have my thanks. I shall serve you faithfully. Kann es sein, dass man auch nur 5 jetzt pro Königreich haben kann und nicht 6? Das könnte gut sein. Okay, wir senden den ganzen hier rein. So, thanks, I shall serve you. Ja, er sagt immer das Gleiche. Außer der, ist neu. I'm very much obliged to you. Please use me as you see fit. Und den auch da rein. Okay. Jetzt haben wir hier erstmal alles voll. Und dann würde ich sagen, ich kann nicht mehr alles zeigen, weil ansonsten haben wir den ganzen Part voll, ohne irgendwas gemacht zu haben. Ich werde das Ganze jetzt so machen. Ich werde hier mit den 5... Na, mit den 2 Wasser-Pokémon, die noch nicht sich bewegt haben, und hier mit den 3 Feuer-Pokémon, werde ich jeweils in ihrem Ort trainieren. Und dann, dann sehen wir uns gleich danach. Okay, Leute, hier werden wir wieder. Ich muss sagen, das Training hat eigentlich gar nicht so viel gebracht. Es hat, ich glaube, gegen wilde Pokémon zu kämpfen lohnt sich doch nicht so arg. Aber... Wir müssen eigentlich schon irgendwas dagegen tun, schließlich sind unsere Neuzugänge echt noch verdammt schwach. Und, mal schauen. Ne, sie greifen uns nicht an, okay. Wir haben auch ordentlich hier eigentlich Grenzposten. Ihr seht, das hier hat jetzt 99. Und hier hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ja, ist alles auch relativ gleichbleibend. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal schnell das Carpador an, okay. So. Hat das irgendeine besondere Fähigkeit oder so? The user just flops and splashes around to no effect at all. So geil, dass sie das übernommen haben. Okay, im Wasser heilt sich's auch. Doch, wie gedacht. Und er kann seine Verteidigung... Okay, es ist absolut nutzlos, also. Absolut nutzlos. Außer vielleicht... Naja, ein Tank ist es ja auch nicht wirklich, oder? 34 HP, ne? Gut, und es kann nur 3 Felder laufen. Oh mein Gott, oder? Nee, ich dachte Range 3. Okay, Speed, nein, das ist sogar ziemlich schnell, mit Speed 37. Bin mir nicht sicher, ob das die Bewegungsgeschwindigkeit ist. Egal. Gut, das haben wir auf jeden Fall jetzt. Jetzt mal schauen, was wir als nächstes machen. Wir sollten uns eigentlich mal um die hier kümmern. Da sind gerade unsere Feuer-Pokémon stationiert. Sie haben auch einen Wasser-Pokémon. Ansonsten könnten wir das eigentlich auch so locker schaffen, trotz des Wasser-Pokémons. Deswegen gehen wir hier mal hin und marschieren unsere beiden Normalos. Yep, ihr beiden. Hier hin. Und greifen dann mit unserer Streitmacht gleich das nächste Königreich an. Okay, nicht Enter. Warte, ich muss mich ja nicht bewegen, ich kann direkt hier oben drauf, genau. Und dann Battle. Voilite is a kingdom ravaged by thunderstorms. Perhaps that's why there are so many electric-type Pokémon here. It's a tough place for water-type and flying-type Pokémon. Wo haben sie denn welche? Ground-type Pokémon are the best choice. But grass-type Pokémon are also pretty strong against electrical attacks. Was... Gras ist effektiv gegen... okay, warte da. Gras ist effektiv gegen Elektro-Pokémon? Das wusste ich noch gar nicht. Okay, ich schaue es mir mal kurz an und... Dann habe ich auch anscheinend mich eventuell hier ewig falsch gespielt. Oh, da steht sogar bei jedem eine kleine Story dabei, okay. Ach, aber nur bei den Anführern und bei den Besonderen. Okay, diesmal haben wir eine Frau hier als Gegner. Ich würde mir mal gerne das Pokémon anschauen. Elektro. Kann ich mir da nicht. Okay, er hat... Oh, und das ist ja wieder mal fies. Der hat eine Attacke, dass man eine Runde lang nicht angreifen kann. Okay, und sie hat...
Die Range erhöhen, okay. Kann ich mir hier nochmal nehmen. Gut, anscheinend... Ne, warte, wir müssen das jetzt noch irgendwie bestätigen hier. Ist Gras effektiv gegen Blitz? Okay, das kann ich mir hier wahrscheinlich nicht anschauen, sondern ich müsste jetzt ein Blitz-Pokémon haben. Außer ich habe mich verlesen. Egal, dann werden wir anscheinend mit Gras-Pokémon diesmal kämpfen. Blöd ist, ich habe eigentlich nur eins. Die anderen sind ja nur Käfer und die Käfer sind eigentlich echt schwach. Ich kämpfe lieber mit den Feuer-Pokémon, um ehrlich zu sein. Ja gut, wir können... Ach nee, wir greifen einfach damit an. Egal. Wir schaffen das auch so. Gut, die haben zwar insgesamt eine Stärke von 537, aber komm, wir können das packen. Gras-Pokémon sind stark gegen Ding, echt? Ja, wir haben nur eins wirklich, deswegen... Okay, unsere Stärke ist doch ein bisschen höher. Gut, das sollten wir packen. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend werden. Tactics, Tactics, Tactics. That's how I plan on securing this victory. Man's army has appeared in Ginchio's Kingdom of Violight. Okay, ab zu einem neuen großen Kampf. The Kingdom of Violight. So you're meant, are you? I was wondering what you'd be like. And I have to conclude that you're no match for me and my Shinx. What's wrong? You're a child. Talking like that to a warrior before you've even done battle. Fine. I'll stop talking and demonstrate my power on the battlefield instead. Okay, diesmal geht's anscheinend richtig los. 623, 537. Eigentlich sollten wir auf der sicheren Seite sein, aber wow, okay. I'll show you what I'm made of. Die Arena scheint ja mal etwas gefährlicher zu sein als das, was wir bisher hatten. Wir haben 5 Pokémon. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht hätten wir doch 6 mitnehmen können. Schaut fast so aus, weil unser Startfeld guckt aus, als könnten wir dann auch eins mehr mitnehmen. Hier so wie die 5 da stehen. Defeat all enemies. Wir haben 20 Runden, okay. Ganz normales Prozedere bis jetzt. Und ich würde sagen, Leute, hier machen wir den Stopp und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin gespannt, wie das hier läuft und ich sehe schon, da oben ist ein Schalter. Naja, egal. Schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Bis dann und haut rein!